Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Patrick von LPMPF. Wir spielen zusammen Worms 4MIM. Und zwar spielen wir heute türkische Spezialitäten. Das klingt doch sehr nett. Zeitbonus 5 Minuten, wollen wir doch mal sehen. Versuche deine Seifenblasenmaschine an einem Ort einzusetzen, den andere nicht erreichen können. Ja, das macht ja in dem Sinne Sinn, dass man sich mit der Seifenblasenmaschine, die wir bis jetzt noch gar nicht verwendet haben, vor gegnerischen Angriffen schützen kann, wie ihr vielleicht wisst. Und naja, die Gegner können ja da auch reinlaufen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass die Gegner da reinlaufen. Ganz kurz, meine erste Aufnahme ist vorhin abgeschmiert und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das hier noch läuft. Mitten in der Nacht. Alis Bande versteckt sich. Wo können sie sein? Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Du wirst noch meine Position verraten. Oh, verschwinde, verschwinde. Hey, Buddy. Diese Freaks machen den Polizisten die Hölle heiß. Aber ich muss... Na gut, helfen wir ihm. Du könntest mir helfen. Wenn du sie in diese beleuchteten Flächen stoßen kannst, dann werde ich den Rest übernehmen. Na gut, hier kommt Patrick. Mit dem haben wir auch vorhin angefangen. Und wir nehmen natürlich wieder den leichtesten, den wir da reinstoßen können. Wie ihr jetzt seht, haben die werten Herren 400 Leben. Das ist ja schon ganz beachtlich. Und wir haben mickrige Waffen. Also töten ist nicht unbedingt so einfach. Deshalb zeige ich euch jetzt mal an diesem Musterbeispiel, wie das funktioniert. Zack, du hast einen erwischt. So, der ist jetzt im Knast. Du wurdest geschnappt? Geh in die Zelle, sofort. Wo er hingehört, hinter Gitter. Puh. Oh nein, Granate. Oh, ja, die ist ein bisschen abgeprallt. So, Lennart schlägt sich durch das Gelände. So, da ist dieser gute Swag Swag Shabab. Aber ich glaube, ich hole mir erstmal da hinten die Bazooka. Wenn die denn wieder jetzt da ist. Wie gesagt, ich muss ja eine neue Aufnahme machen. Secunia PSI ist ein super tolles Programm, aber es scheint sich mit Worms nicht unbedingt zu vertragen. So, eine Bazooka. Ist jetzt nicht der Hammer, aber... So, ich versuche jetzt noch ganz schnell diesen Swag Swag Shabab, oder wie der ausgesprochen wird, von seinem... Worauf der immer steht, worauf auch immer er da steht, zu stoßen, am besten mit dem Baseballschläger. So, das bringt ihn relativ weit nach vorne. Jetzt müssen wir ihn nur noch auf diese beleuchtete Fläche knallen. Oh, das war jetzt das falsche Wort vielleicht dafür, aber... So, oh nein. Ja, ist ja klar, die Gegner haben natürlich gescheite Waffen im Gegensatz zu uns. 18 Schaden. Das kann man noch verkraften. Peter ist bereit für den Erstschlag. Auf Peter, enttäuscht mich nicht. Wo sind wir denn? Ach, hier. Und dann schaue ich mal, ob ich diesen Swag Swag Shabab... Der ist jetzt ganz doof. Der steht jetzt ganz doof. Oh, da war ja auch eins. Ah, super. Du wurdest geschnappt. Geh in die Zelle, sofort. Wo er hingehört, hinter Gitter. So, das war doch mal schon ganz gut. Und jetzt kommt eine Granate. Die macht irgendwie nicht viel und ich frage mich, wen er damit... Achso, da stehen ja wir. Wie viele haben wir denn hier noch? Wo sind die denn alle eigentlich? Ach, die sind schon eingesperrt. Ich glaube, er ist der Letzte hier. Laheb the Loot. Oder Laheb oder... Laheb? Oh nein, jetzt steckt die Kamera wieder in der Wand fest. Baseballschläger. Und... Zack. Autsch. Das hat wehgetan. 30 Schaden.
So, der geht jetzt aufs Ganze mit seiner Splitterbombe. Ist auch immer ganz toll, dass wir da direkt daneben stehen. Also, es ist der Wahnsinn. Lennart sucht Ärger. So, Lennart. Achso, ich bin ja Lennart. Ja. So. Den schleudern wir jetzt. Wir können auch versuchen, den da drüber zu werfen. Das wird aber nicht funktionieren. Ich hau den einfach mal in diese Richtung da. So, dann können wir den ganz gechillt da die Treppe runter und dann letztendlich auch ins Gefängnis hauen, ne? Granate! Zack! Immer auf den Arm, Lennart. Immer. 24. Autsch. Oh, scheiße, geht die Frame da rein. Ich hoffe, das ist... Hey. Ich will das Spiel jetzt auch nicht beenden, weil wir sind ja schon relativ weit. Sorry, Leute, das müsst ihr jetzt einfach mal verkraften. Ich werde da gleich nochmal schauen, woran das denn liegt. Ich glaube, das war generell so ein Spiel, das ziemlich geleckt hat. Also, jetzt nicht Worms an sich, sondern halt das Spiel hier, ja. Ist gerade bei erstaunlichen 15%, also. Wie gesagt, ich schaue jetzt gleich da nochmal nach. Ist ja auch immer super, dass das dann so schön laggt, wenn man es gerade bräuchte, dass es nicht laggt. Aber... So, noch einen Schlag und dann haben wir es geschafft. Oh je, Splitterbombe. Oh, immer auf mich irgendwie. Aber 27 Schaden ist noch ganz verkraftbar, weil jetzt haben wir es ja geschafft. Ist eigentlich scheißegal, ich hätte auch sterben können. So, einmal über mich gelaufen und so. Ein gezielter Baseballschläger. Bam. Bösewicht ist eingelocht. Du wurdest geschnappt. Geh in die Zelle, sofort. Wo er hingehört, hinter Gitter. Wow, sie haben die Mission abgeschlossen. Ja. Und die deuten alle nach rechts auf den, wie geil. Auf dem Scanner ist auch die Lage der Kisten verzeichnet. Wirf also einen Blick darauf. Die wiederholen sich sehr oft, diese Sprüche. Mission erfolgreich beendet. Perfekt. Bis zur nächsten Folge.